Ups, Servus Grüezi und zum Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Die Trovatos. Ja, wir verfolgen immer noch die eine hier, weil der Glatia wissen wollte, wo sie hingeht. Sie hat sich vorher schon verdächtig verhalten, sie ist einfach an einem Loredas in die Kirche gegangen. Hat sich hier schon sehr auffällig verhalten und ist jetzt auf dem Weg irgendwo hin. Und das werden wir uns noch ansehen. Was hier für Spielchen gespielt werden. So, sie biegt jetzt hier ab. Geht hier querfeld ein und arbeitet am Feld. Ja, schön, super. Wow. Das war jetzt... Tja, es ist ja auch Arbeitsbeginn, ne? Es ist 9 Uhr, dreiviertel 10. Warten wir mal bis Mittag. Vielleicht geht sie ein Brötchen holen. Gut, sie ist weg. Ja. Ja, weil es ja hier regnet, ne? Super. Das haben wir natürlich nicht im Vorhinein gewusst. Was genau wollt ihr? Jetzt gehen wir mal wieder rein. Schauen wir, wo sie jetzt ist. Da wir ja immer wissen, wo sie ist, weil wir haben hier ja einen Peilsender eingepflanzt. Ein Mikrochip. Unter den Wein gemischt. Dann können wir sie wenigstens verfolgen für ein paar Stunden. Ja, das haben wir natürlich wieder super gemacht jetzt hier. So. Ups. So, das war der falsche Punkt. Alles klar, sie ist irgendwo in einem Gebäude drin. Könnte es sogar sein, dass sie bei sich zu Hause ist und schläft. Oder sie ist noch mal in der Kirche. Guten Tag. Seid gegrüßt. Da ist auf jeden Fall mal Glatia. Sehr beschäftigt bin. Und die chillt zu Hause. Ja. Ach ja, das heißt, wir müssen eigentlich warten, bis sie noch mal rauskommt. In der Zwischenzeit können wir uns kurz nicht unterhalten über etwas, was ich heute bzw. gestern noch auf Twitter gesehen habe. Und zwar ein kleiner Ausschnitt von Oblivion in der Unreal Engine 5. Sah ja mega geil aus, ne? Also wenn die Entwickler von Sky Oblivion dann auch nochmal, was macht denn die immer? Mit der Engine arbeiten, was ich nicht glaube, weil sie ja eh schon viel zu weit sind, glaube ich. Und eher mit der Engine arbeiten würden von Skyrim, bin ich gespannt, was da rauskommt. Dafür haben jetzt Fans, glaube ich, ein Morrowind Mod für Skyrim gemacht, wo sie auch da ein bisschen geremaked haben. Tja, also Trovator sein ist nicht so einfach, ne? Warten, beobachten, warten. Die stichelt da immer noch rein. Ey, Alter. Oh Mann. Ist ja mega anstrengend hier. Die sticht ja immer noch in den Boden rein. Und wenn ich warte jetzt 2 Stunden, ne? Dann ist sie wieder weg. Ne, sie geht jetzt wieder. Ich höre zu, sprecht nur weiter. Ne, ne, Bernadette, alles gut, ne? Ich wollte dich nur beobachten, kein Stress. So.
So, und jetzt geht sie in die Schenke ihren Wein saufen, ne? Den, was sie gemacht hat. Oh, sie geht wieder hier durch die Hintertür. Jetzt arbeiten hier schon zwei Leute. Der eine von der Kirche und einer mit Kapuze. Die arbeiten ineinander. Sie verlässt wieder die Stadt. Ich glaube, sie geht wieder Richtung Ausgang. Wie ist das Wertebefinden? Psst. Ich bin hier undercover unterwegs. Oh, nee, sie geht geradeaus. Sie geht Richtung... Geht sie Richtung Burg? Bin mal gespannt. Ach, hier sieht auch schon sehr schön aus, ne? Wo geht sie denn hin? Sie dreht um. Oh mein Gott, jetzt sitzt sie hier auf die Bank. Oh mein Gott. Dann bin ich mal so frei. Da kommt jemand aus der Schenke raus. Und geht jetzt hier rüber. Ach ja. Oh, da hinten kommt auch jemand, eine Frau mit einer Schürze. Kommt jetzt in unsere Richtung und geht an der Zielperson vorbei. Da hinten haben wir noch jemanden, der was barfuß durch die Stadt läuft. Mit Tunika und Hose, geht auch an der Zielperson vorbei. Ja, was war jetzt nochmal meine Aufgabe? Also ich muss die da beschatten, wenn ich jetzt nicht muss sie morgen früh um 6 Uhr beim Haus beobachten und Mitternacht hinter der großen Kapelle werde ich eben dann Bericht erstatten. Okay, gut, das was ich mir schon gedacht habe. Aber da ist halt einfach nichts. Ich fühle mich eh schon doof hier. Um zu sitzen und warten. Oh, die Stadtwache. Ich glaube, die hat mich nicht gesehen, ne? Bin ich ja eh nicht auffällig hier hinter dem Stein. Ich glaube, für die Bernadette bin ich nicht sichtbar. Obwohl, irgendwas sieht mich die ganze Zeit, dann das Auge ist noch hier. Bin erst versteckt, wann das unsichtbar ist. Beziehungsweise leicht transparent. Tja, und deswegen bin ich hier ständig unter Beobachtung. Gleich wie Bernadette. Oh, steht auf, was passiert? Sie geht auf uns zu. Sie biegt ab. Ich glaube, sie geht schlafen. Lass uns nachsehen. Gut, ist ja eh gleich Mitternacht, ne? Das heißt, sie geht jetzt eh wahrscheinlich zu ihrem Haus. Und wenn sie dann dort ist, werden wir uns wieder hinter die Kirche begeben. Um klar hier Bericht zu erstatten. Hi. So wie ich es mir gedacht habe, und wir gehen einfach jetzt hier hinter und warten bis 12, bis Glatir wieder kommt. Diesmal nicht hinter einem Stein. So,
Gut. 19, 11, 12. Da. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ist der in den Busch? Klar, hier, hallo. Nee. Warte mal. Hinter der großen Kapelle. Mitternacht hier ist. Oh, ist schon vorbei. Vielleicht waren wir auch zu spät. Vielleicht muss es genau Mitternacht sein und nicht 2 Uhr früh. Das heißt, wir könnten jetzt 22 Stunden einfach warten. Was wir einfach machen, weil es eh egal ist, ne? Die Zeit läuft uns ja nicht ab. Wir haben ja auch nicht eine Oblivion-Krise, die was uns im Nacken sitzt. Also alles mega entspannt. Was gibt's Wichtigeres als Gladier, ne? Nix. So, hier. So, hier. So, ihr habt Bernadette Pinellés erwischt? Wie? Sie hat mich beobachtet und verfolgt, oder? Nee. Wirklich? Das überrascht mich. Ich war mir sicher, dass sie mich beobachten würde. Tja. Aber natürlich, das Gold hier. Aber da ist noch jemand, über den ihr Nachforschungen anstellen sollt. Ich hab's gewusst, ne? Tutius Sextius, kennt ihr ihn? Tutius? Ein ruhiger Bursche, scheint völlig harmlos. Aber der Name ist schon sehr auffällig, ne? Ich habe ihn als einen der Hauptverdächtigen ausgemacht. Ja. Er ist schlau, kein Zweifel. Augen im Hinterkopf. Scheint immer zu wissen, wenn ich ihn beobachte. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Hm? Wartet vor seinem Haus und achtet darauf, was er tut, wenn er mich gerade nicht beobachtet. Ich warte dann morgen Nacht hier auf euch und euren Bericht. Alles klar. Tutius Sextius, ne? Er lebt in dem großen Haus zwischen dem niederen Tor und der Ostbrücke. Allein. Verdächtig, meint ihr nicht? Ja, für einen Tutius Sextius schon, ja. Lasst euch nicht von Tutius Sextius erwischen, wenn ihr ihn verfolgt. Er ist viel gefährlicher, als er aussieht. Ja, alles klar. Tutius Sextius wird verfolgt. Aber dann müssen wir wirklich raus? Oder hier? Ah, Westebene. Ist die Stadt wirklich so groß? Ach, Tutius Sextius ist noch am Start hier irgendwo, oder was? Moin. Seid gegrüßt, guter Bürger. Ach, der ist hier oben. Ach, sag. Scheiße. Hier wollte ich. Nee, was? Hä? Er ist hier oben? Ist das hier schon noch die gleiche Quest, oder? Ach so, Mitternacht 20. Okay. Ja, das ist jetzt schon verdächtig, dass der nicht außer, dass der nicht in der Stadt ist, ne? Die Uhrzeit. Ach ja. Das heißt, wir gehen noch mal rein und warten noch mal bis in der Früh. Und dann verfolgen wir den. Oder wir gehen jetzt gleich schon raus. Nee. Wir brauchen ja handfeste Beweise, ne? Das bringt sich alles nichts. So, 12 Uhr ist es. Warten wir 5 Stunden, dann wissen wir auch, wo er wohnt. Wir können uns hier gleich in Position bringen. So, ist er immer noch draußen? Kann doch nicht sein, oder? Hier ist noch Kapelle und so. Oder ist der wirklich außerhalb? Aber das hat er doch nicht gesagt, oder? Ja, wo ist denn der? Hä? Hier. Hä, was macht der denn da?
Was macht der denn da? Das ist ja meilenweit weg. Das gehört ja gar nicht mehr zur Stadt, oder? Liege ich hier falsch? Ja, das ist jetzt sehr verwirrend, ne? Aber wir werden dem Ganzen auf den Grund gehen. Denn es ist ja eh noch nicht 6 Uhr. Haben wir noch eine Weile Zeit. Und dann sehen wir uns das einfach mal an, ne? Der müsste dann eigentlich hier hinter den Hügel irgendwo sein. Denn es war jetzt nicht so weit. Wir werden wieder verfolgt von dem Scamp. Aber ist mir jetzt auch egal. So. Eine Ratte. Alles klar. Ems. In die Fresse. So, hier ist ein Banditenlager. Hier gehen wir mal kurz vorbei, dass wir es entdeckt haben. Gehen dann wieder. Bams. Ja, hier wird wahrscheinlich noch nichts sein, ne? Hier. Zack. Dann noch hier. Aber der kann doch hier doch nicht wohnen, oder? Da ist ja auch nicht ihr Skin gerade. Und warum sollte ich denn auch verfolgen hier? Sehe ich nicht. Als Trovato wieder mächtig überfordert, weil ich das Motiv da nicht kenne. Aber naja, wenigstens entdecken wir hier noch ein paar spannende Sachen und wir können ja, wenn's ist, ne, wieder zurückreisen. Aber ich habe so langsam das Gefühl, als würde der... Schlag dir die Fresse ein, du. So. Alter, wo bist denn du, ey? Sag mal. Alles ja noch mal ein Stück weiter weg. Ich glaube, der läuft einfach von mir weg. Ich verstehe es einfach nicht. Man ist ja hart. Tja, herzlich willkommen wieder beim G-Simulator. Heute mit einer neuen Folge mit den Trovatos. Hier ist noch ein Oblivion-Tor, Mensch, also das hört auch nicht auf, ne, mit den, die auch überall gespawnt, die Scheißdinger, die kannst du dir einfach nicht ausdenken, ne, überall, ah. Da können wir wieder, hier alles dicht machen, schauen, dass die Stadt wieder befreit ist, ja. 20.000 Oblivion-Tore zumachen. Ne. Und dann für eine Schlacht, ne, wo vielleicht von jeder Garde 5-6 Typen kommen. Und die alle verrecken wahrscheinlich. Bin ich wahrscheinlich alleine besser unterwegs. So, jetzt sind wir eh gleich hier. Alter, wo ist denn der? Ist das hier er da oben? Den soll ich jetzt hier verfolgen, oder was? Alter, willst du mich verarschen, ey? Alter, was machst du denn hier draußen? Ey, Junge. Ich schwör, wenn ich jetzt hier... Alter. Wir werden ja eh verfolgt, ne? Bitte fahrt fort. Alter, was machen die hier draußen? Lebt wohl. Was ist denn hier? Da blieb ein Tor und eine Höhle.
Oder Dings, ne? Was macht der denn jetzt? Was läuft denn der weg? Alter, was ist denn mit euch los? Was macht ihr denn hier? Ey Leute! Ach, wegen dem Kobold oder was, ey? Komm, ist ja einer auf dem Arsch. Wie schön euch zu sehen. Ja, Lucius, ey, Sexius, was machst du denn hier? Hier draußen, hier im Nix. Ey, was soll denn das jetzt? Oh, jetzt lade ich und der ist sicher in der Stadt, ne? 100 Pro. Nicht mehr hier draußen. Ja. Hab ich's doch gewusst, ne? Alter Verwalter. Was macht denn der auch? Der steht hier draußen mit irgendeiner Alten hier und geht der zum Lachen in den Wald oder was los mit dem? Oder hat er was am Laufen mit der einen hier? Ist doch nicht normal, ey. Die gehen einfach querfeldein irgendwo hin. Hi. So. Hallo. Ich grüße euch. Ja, ich grüße euch auch. So, Lucius Sextius Haus. Da können wir sogar reingehen. Werden wir aber nicht machen, weil es jetzt eh schon wieder drei Nachmittag ist. Und wir warten mal wieder eine Stunde. Seid gegrüßt. Tag. Das war nur ein Zufall. Dass der vorhin so weit draußen war, glaube ich. Ach, ja. Wir werden es nie erfahren, ne? Hier ist er. Der Wachmann, der was alles beobachtet. Ne? Hallo. Hier. Hi. Rede auch nicht mit dem. Ich werde den Lucius Sextius jetzt nochmal ein bisschen beobachten. Aber er geht auch den verdächtigen gleichen Weg wie die Bernadette. Hier hinter, ja, könnte sein, dass hier ein Drogenversteck ist, ne? Zwischen den ganzen Wein. Ihr seid, hi. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sehr nett. Und der geht jetzt auch raus aus der Stadt. Hoffentlich geht er jetzt wieder nicht hier hin, wo wir ihn damals schon abgeholt haben. Alter, was war denn das jetzt für ein Trip wieder, ne? Total unnötig und so. Ah, siehst du, der bräuchte hat ein bisschen länger gebraucht zum Laden. Jederzeit. Shamir macht nicht nur guten Wein in Tamikas Winzerei, sondern er ist auch geschickt mit dem Bogen. Ich habe gehört, er unterrichtet einen gegen Bezahlung. Tja gut, das ist jetzt aber Zufall, ne? Bei der vielen Arbeit in der Winzerei ist es ein Wunder, dass er noch Zeit für Schießübungen hat. Ich verstehe. Es heißt, außerhalb der Städte Tamriels hätten sich Oblivion-Tore aufgetan. Mögen die Götter uns beistehen. Schönen Tag. In der Tat. Gute Weiterreise. Seht euch vor. Ja, oh, hier ist der Kapuzentyp wieder, ne? Hier vorne. Na du? Guten Tag. Gaston? Grüße. Grüße. Hängt hier wieder.
Der biegt da wieder ab hier ins Nix, ne? Da bleibt hier wieder hängen im Schild. Hier beim nächsten Schild. Weil da ja eigentlich, glaube ich, kein Schild wäre. Alter, wo geht denn der hin jetzt wieder, ey? Wieder ins Nix raus, ne? Irgendwo einen Kobold erschlagen. Sich mit der komischen Hexe da treffen. Da, hier, jetzt bleibt er stehen. Im Gras. Im hohen Gras, lauen Gefahren. Ja, was macht denn der jetzt hier? Bleibt er hier stehen und wartet auf jemanden oder was? Ist doch nicht zu fassen jetzt hier. So. Jetzt ist schon 6 Uhr. 7 Uhr. Jetzt ist der wieder weg, ey. Hier. Was hat der mit der Ziege gemacht? Ey, Sextius. Was war denn das jetzt? Was hast du mit der Ziege gemacht? Die ist ganz verstört jetzt hier. Scharf, oder? Scharf, sorry. Ist das etwa einer, der Schafe streichelt? Einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Das habe ich auch schon gehört. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmer angeführt. Die Altmer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Ach, was mache ich denn eigentlich hier? Auch ihr. Leuten nachlaufen und so. Was ist denn das für eine Scheiße? Grüße. Ja, hi, Sextius. Ich habe schon gesehen, was du mit dem Schaf gemacht hast. Ja, ja. Bitte erkenn mich nicht. Ich sehe, jetzt steht er wieder da vorne, ne? Da bleibt schon wieder hängen, der NPC. So. Hallo, was macht denn der jetzt wieder? Ey, Alter. Idiot. Muss man wieder hier Dings, ne? Weil der wieder hängen bleibt. Deswegen war der auch so weit draußen vorhin. Da steht der schon wieder in der Wiese. Ey. Ja, du, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll jetzt hier, ne? Jetzt ist er auf einmal weg. Jetzt steht er hier im Feld. Ja, was soll ich denn ja jetzt? Was soll ich denn da jetzt sagen? Der tut doch nichts. Scheiß drauf, ey. Wirklich. Kein Bock mehr jetzt hier, den nachzulaufen. Es tut mir leid, normalerweise bin ich ein sehr, sehr geduldiger Mensch. Aber, dadurch wahrscheinlich auch nicht so ein guter Content Creator jetzt gerade, weil die Folge ja schon wieder fast um ist und wir über den Sextius nichts herausgefunden haben, außer dass er irgendwo hängen bleibt, wahrscheinlich eine neurologische Störung hat und gern nach draußen geht. Und ich glaube, dass er arbeitslos ist, denn ich habe den noch nichts tun gesehen. Also tun gesehen, ne? Also Bernadette war sehr fleißig immer hier. Hacke hier rein, hacke hier rein und so. Ja. Erzählt mir, was ihr über Tutius Sextius in Erfahrung gebracht habt. Ja, Wirklich? Ihr sagt, dass weder Bernadette Pinelis noch Tutius Sextius an dieser Verschwörung gegen mich beteiligt sind? Kaum zu glauben. Ja, das Gold, das ihr so hoch schätzt. Ich frage mich nur, welchen Preis der Verrat. Ach, nichts. Wir werden sehen. Und da ist noch jemand. Ach, nee. Alter, wer denn jetzt noch? Kennt ihr David Cyrillie? Ja, nee. Vom berühmten Weingut der Cyrillies. Säule der Gemeinschaft und so weiter. Wer würde ihn jemals verdächtigen? Eine perfekte Tarnung für den Anführer der ganzen Verschwörung. Er beobachtet mein Haus ununterbrochen. Ihr werdet schon sehen.
Er geht jeden Morgen aus dem Haus, beobachtet ihn und erstattet mir Bericht um Mitternacht wie immer. Sorgt dafür, dass er euch nicht bemerkt. Gut. Das Haus der Sorilius liegt fast direkt neben meinem. Ein großes Haus mit einem Hof, von dem man jede meiner Bewegungen genau beobachten kann. Ja, ich hoffe, nächste Folge wird sich alles auflösen. Seid vorsichtig. David Sorilius ist der Anführer. Ihr dürft euch nicht dabei erwischen lassen. Ja, ist schon klar. Ja, entspann dich. Gut. Damit werde ich mich jetzt verabschieden von dieser, ja, üppigen Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.